Herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind jetzt in der Schneerubrik dieser Version. Da unten sind Bockblins, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da irgendwelche Leute im Haus sind, die gefangen gehalten werden von denen. Oh, da haben wir so ein Eis-Slimer. Schade, ich habe gehofft, dass ich da oben rankomme. Tatsache. Wow, was machen wir bloß? Bei den ganzen Monstern da draußen können wir unmöglich das Haus verlassen. Ja, wir haben doch nur Schilde zum Schildschlittern und scharfe Medizin gegen die Kälte. Wenn wir von Monstern angegriffen werden, haben wir keine Chance. Ich kann nicht glauben, dass wir in solche Schwierigkeiten geraten sind. Wir wollten doch nur eigentlich Pause einlegen. Aha. Ach, ich hoffe ja, diese Monster einfach bald weiterziehen. Oh, wir können hier einfach hochklettern, das ist schon mal gut. Die wollen wir doch gleich mal... Oh, immer ein bisschen helfen, dass sie nicht ganz so frieren. Kann ich den vielleicht schon im Auge treffen? Machen wir doch gleich mal so weiter, ne? So, der ist erledigt. Sieht dann auch echt doof, ne? Den nächsten haben wir uns auch noch. Wieso hast du das überlebt? Merkst du noch irgendwas? Können wir vielleicht ein bisschen zielen üben. Der ging auf die Mütze. Und das holen wir uns nochmal alles. Bringt das was hier zu stehen? Ne. So, und jetzt zusehen, dass wir in das Haus reinkommen. Wie auch immer. Hier vorne, okay. Ist da jemand draußen? Nord, endlich Errettung. Aber was sagst du da? Wer kommt schon extra an einen Ort wie diesen, um uns mit einer Monsterplage zu helfen? Moment mal, die Monster, ich höre sie nicht mehr. Hey Yogo, worauf wartest du doch? Öffne die Tür, schnell. In Ordnung. Darf ich auch mal reinkommen jetzt? Jetzt. Naja, ja, ich bin Link. Ich bin der Auserwählte, genau. Du hast wirklich die Monster besiegt? Vielen Dank für deine Hilfe! Wir hatten in diesem leerstehenden Haus vor der Kälte Schutz gesucht und waren nur von Monstern umzingelt. Hey, du solltest dich auch ordentlich bedanken. Oh, ich kann kaum glauben, dass Hilfe gekommen ist. Du hast uns gerettet. Seit dem Kataklysmus gibt es viel mehr Monster. Wir haben uns bemüht, vorsichtig zu sein. Aber es ist zwar nicht viel, aber wir möchten uns erkenntlich für deine Hilfe zeigen. Das hier ist für dich. Wow, wieder so scharfe Medizin. Dafür, dass du unser Leben gerettet hast, solltest du eigentlich eine viel größere Belohnung bekommen. Aber ich weiß, kennst du dich mit Schildschlittern aus? Nein, leider noch nicht. Beim Schildschlittern stellt man sich auf ein Schild und schlittert einen Abhang herunter. Daher der Name. Du hältst den Schild hoch und musst dann eigentlich nur noch drauf springen, um zu schlittern. Etwas Schwung brauchst du allerdings schon, um voranzukommen. Du siehst, das Schildschlittern ist eine Kunst. So, Schildschlittern. Schild heben, dann X und aufsteigen. Na gut. Ah, stimmt ja. Wenn dir das Schild dazu sagt, nimm ihn einfach. Schilder haben wir genug. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, doch ich war mal ein Schildschlitterprofi. In den Hebrabergen soll es eine echte Schildschlitterlegende geben. Also sind wir hergekommen. Aber wo genau sie zu finden ist, wussten wir nicht. Und dann kamen auch schon die Monster. Aber wenn du etwas über das Schildschlittern erfahren möchtest, kann ich dir weiterhelfen. Falls du noch den einen oder anderen Tipp brauchst, frag mich einfach. Schilde kann man immer gebrauchen. Wir kochen uns eigentlich mal was, würde ich sagen. Wir können uns doch gleich mal die Chilis nehmen. Machen wir unsere Medizin. Ey, die scharfen Bratchilis. Machen wir mal weiter. Hauen wir gleich alles rein. Die nächsten beiden mit rein. Und noch ein letztes Mal. Das kochen wir mit. Sieht ja auch irgendwie süß aus, ne? Wie sich das bewegt, wie er davor steht.
Okay. Die Medizin von denen haben wir ja gekriegt. Ich würde sagen, wir könnten ja eigentlich die erstmal trinken. Die bringt uns ja eh nicht viel. Okay. Wir haben Kälteschutz. Dann haben wir wieder Chilis. Oh, und ich sollte erstmal anfangen, alles abzuputzen, bevor ich einfach weggehe. Das ist ein Reiseschwert, die Waffentasche ist aber voll. Was haben wir hier? Noch ein Bocklinhorn. Das sind ja aber auch komische Büsche. Naja. Da haben wir noch mehr Feuer. Chilis. Feuerfrucht. Das ist nur Feuer. Das, was wir da hinten sahen, das sind die... Moment mal, ich dachte zumindest, dass das Bockblinds sind, aber das sieht ja schon anders aus. Hyrule-Tanzapfen. Das sieht ja schon fast aus wie die Roboter, die wir letztens gesehen haben. Die ganz oben waren. Diese Wächterroboter. Tatsache. Warum sind die denn hier unterwegs? Wir sind ja nicht auf dem, auf einer Himmelsinsel. Oder ist das hier schon herabgestürzt aus irgendeinem Grund? Alpha, oh, das muss ich auch noch fotografieren. Alpha Elite Konstrukt. Verstehe ich nicht so ganz. Aber nun gut. Wollen wir den mal einfrieren? Wer ist er denn? Ja, danke. Feuerschutz. Oh, ich sollte mal lieber was essen, sonst habe ich ihn nämlich gleich erledigt. Ist hier irgendwas, was uns so ein bisschen mehr vergnügt? Nö, machen wir mal Äpfel. Haben wir gleich keine mehr von. Okay. Das können wir eigentlich mal üben. Mein Reiseschild ist zerbrochen. Na toll. Ich dachte, ich drücke rechtzeitig. Nehmen wir mal das Neue. Was soll denn das? Ich drücke dort die ganze Zeit. Ich bin zu langsam. Oh Mann. Nächste Reiseschild war zerbrochen. Wir haben auch größere Schilder. Vielleicht können wir die auch gut nutzen. Ich habe die ganze Zeit versucht, diesen Sprung zu schaffen, dass wir wieder nach hinten kommen und diese Sonderattacke, also diesen Zeitlupenattacke hinkriegen. Aber irgendwie bin ich dafür zu doof. Aber das versuchen wir doch gleich nochmal. Habe ich denn auch ein Feuerfestschild? Schon nicht mehr, ist es mitgenommen, aber noch zu gebrauchen. Holzschild und Flammenwerfer, so nicht. Ganz so schlau. Wir nehmen mal das Metallschwert. Das sollte. Metallschild. Das sollte ja eigentlich. Oh. Das mit der Peitsche gefällt mir schon wieder nicht. Da habe ich nie aufgepasst. Was ist denn los mit mir? Okay, erneut versuchen. Diesmal nehmen wir wieder den Pfeil. Um den da oben fertig zu machen. Ich muss mehr Pfeil und Bogen verwenden. Das geht einfach nicht anders. Anders kommt man da nicht dran. Oder man schleicht sich von hinten an und versucht da hochzuklettern. Ja, wobei, die werden einen so aussehen. Nehmen wir schon mal die... das Schleimgelee aus Eis. Sagen wir, zerlegen den hier auch erstmal. Mann, hör doch mal auf damit. Langsam nervt er mich mit seinem Flammenwerfer. Schwert mit so einer Uschwert. Ich hab sowas hier gar nicht. Ja, wir nehmen das Schwert, würde ich sagen. Ne, die Lanze können wir eigentlich nehmen.
Warum kann der das so schnell? Das machen wir auch mit Pfeil und Bogen. Fertig aus. Hab die Nase voll. Wir zerlegen die jetzt alle mit Pfeil und Bogen. Verstehe ich nicht, warum die so stark sind, dass sie uns einfach so zerlegen können, indem sie auf uns schießen. Mal schauen, ich bin gespannt. Jetzt machen wir das, wie gesagt, mit Pfeil und Bogen. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Bin auch zu doof dazu. Na, so weit gucken können die nicht. Ich habe leider auch meine ganzen Feuerfrüchte versaut und alles überhaupt, was ich zum Werfen, Schießen hatte. Bringt das was, wenn ich die damit ranmache? Wobei ich hier rote Schleimgelee habe. Vielleicht kann ich das damit ja zerlegen. Wir versuchen es mal. Mensch, ich bin ausgewichen. Soll ich auch mal irgendwas hier machen? Irgendwie ist das schon mies. Ich will nochmal das andere Schild ausrüsten. Ha, die zünden sich ja selber an. Das ist ja gut. Oh, das war nicht so schlau. Wieder angezündet, das finde ich gut. Mich auch angezündet, aber okay. Wir essen nochmal schnell was. Während die da rumstehen und auf uns warten. Erzählen wir mal eine Mahlzeit. Das war nicht so klug. Meine Güte, das kann doch nicht angehen. Wieso darf ich hier auch nichts sehen? Ich bin zu doof, hier so ein paar Roboter zu zerstören. Tut mir leid. Vielleicht sind die ja doch zu stark für uns. Ich versuche. Boah, der eine hat ja einen Bogen und einen Pfeil. Wenn wir den hier vorne zerstören. Können wir dann vielleicht da oben rauf? Und sehen, hier hinten ist nichts, was wir genutzen können. Funkelfrucht. Ach, können wir vielleicht die auch blenden? Und vor allem, wie lange hält die Blendung? Lang genug, um sie zu zerstören hier. Das ist doch gut. Ich glaube, ich war einfach nur zu dumm dazu. Beta-Krieger-Konstruktoren. Stammt vom Kopf eines Kriegerkonstruktes. Aufgrund der Axtform zum Schneiden von Ästen und Pflanzen geeignet. An einer Waffe befestigt, steigert es die Angriffskraft spürbar. Das ist doch schon mal gut. Alter, Holzschild will ich nicht. Das war okay, aber wofür? Aber die Lanze, die nehme ich gerne. Flammenlanze. Das Horn müssen wir mitnehmen. Die Energiesphäre. Was kann ich jetzt machen? Das, die Lanze ist ja eigentlich auch nur so eine... das ist ja auch schon verbunden. Lass mir mal. Welchen Bogen könnte man ablegen? Der hat eine Elferkraft. Den heben wir uns auch für härtere Kämpfe. Wie jetzt eben zum Beispiel. Schlau. Den nehmen wir uns mit. Jetzt müssen wir aufpassen. Da war nämlich irgendwo gerade noch Bockblitz. Ich frage mich, was haben die hier unten verloren? Das muss ja einen Grund haben. Warum laufen auf einmal die Konstrukte hier unten rum? Muss ich nicht verstehen, ne? So, Bockblinz waren da hinten irgendwo. Also gehen wir mal wieder zum Haus. Oh ne, hier ist ja nicht das Haus gewesen. Aber wir gehen da mal hoch. Nehmen noch den Tanzapfen mit. Eigentlich könnten wir sogar den Weg lang gehen. Und dann sehen wir zu, dass wir da hinkommen. Schön wäre es natürlich, wenn wir jetzt ein Pferd hätten. Ich tue nebenbei auch schon mal was für meinen Kälteschutz.
Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt nicht gleich von den Bockmans angegriffen werden, weil ich habe langsam die Nase voll von diesen Kämpfen. So, wie scheint, sollen wir hier hochgehen? Den Weg nehmen wir mal hier. Da finden wir wieder Tanzzapfen wahrscheinlich, jawohl. Sieht schon echt cool aus, wo das Schloss da hinten. Mit dem Miasma drumherum. Ist das noch weit? But by the way. Eieieiei. Naja, wir haben uns ja ausgerüstet und so können wir ein bisschen die Gegend erkunden. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir von den Bockblends nicht wirklich was finden. Die habe ich nämlich keine große Lust. Habe ich jetzt mein Schild kaputt gemacht? Ne. Ich glaube doch. Das vordere Stück. Na, komm runter. Holzpfeile einsammeln. Da ist noch einer hingefallen. Hey, hier war doch noch einer. Da. Hier stand auch mal ein Haus. So, finden wir hier noch mehr oder sind hier Bockblins? Ne, das war mal eine Stadt, so wie das aussieht. Vielleicht hat das ja was mit Marita zu tun. Was sie. Dort wurde ja mal. Ja, diese Pferderennsch gehalten. Hier haben wir noch eine Kiste. Mit einem Soldatenschwert. Aber ich muss irgendwas dafür abgeben. Ich würde sagen, ja, die Axt. Ja, wobei, wir können doch mit den Schwertern schlagen. Ja, nehmen wir die Axt mal weg. Das packen wir in die Tasche. Und dann hatten wir diese Klinge neu bekommen. Beta-Krieger-Konstruktklinge. Na, 8er Stärke. Sagen, die legen wir mal hin. Und dann nehmen wir uns mal das Schwert. Ausrüsten. Und verbinden beides gleich mal. Jetzt haben wir 14er Schwert. Das ist doch schön. Okay. Mal sehen, ob es hier oben was gibt. Vielleicht finden wir ja noch eine Truhe. Hier scheint es nicht der Fall zu sein. Wir sind auch schon in irgendeinem Gebiet, wo wir die Karte gar nicht erleuchtet haben. Das ist geglänzt. Ich dachte gerade, dass wir hier was mitnehmen können. Wenn wir schon hier sind, in diesem Gebiet, und hier leuchtet uns gerade nichts auf der Karte, gibt es hier in der Nähe vielleicht auch den nächsten Kartografieturm? Das wäre ja auch nochmal eine Maßnahme. Okay, angreifen war nicht so schlau. Dann wahrscheinlich mit Pfeil und Bogen. Okay, dann hier rüber. Hoffen wir mal, dass wir hier alles richtig machen. Da hinten ist auf jeden Fall noch irgendwas. Da haben wir auch schon den nächsten Schrein links. Und dann bin ich mal gespannt, was das sein wird. Ist das schon der Ort, wo wir hin sollen? Ah, ich glaube es nicht. Aber doch, könnte er hinkommen. Mal sehen. Bockblind sind. Da oben sind wieder ein paar von denen. Verstehe ich nicht so ganz, warum die hier unten auf der Erde sind. Was ist er denn? Kann ihm der Helm? Jetzt gleich auf jeden Fall. Kennt mich nicht. Oh, aber jetzt bin ich auch noch tot gegangen. Tot gegangen vor allem. Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich will doch nur dieses Game zocken. Ich habe gerade schon drüber nachgedacht. Soll ich vielleicht speichern? Nee, jetzt bin ich da hinten. Müssen wir den Weg nochmal gehen? Ich hoffe nicht. Ja, Gegner blenden. Ich sag jetzt gar nichts dazu. Okay. Das heißt, wir müssen auch auf solche Gegner achten. Aber ich habe mit denen jetzt auch nicht gerechnet. Ich wusste nicht, dass da solche Echsen richtig rauskommen. Nun gut. Da gehen wir auch nochmal hoch und dann können wir eigentlich gleich den Parasegel auspacken. Bin mal gespannt, was es da hinten geben wird.
Da oben hängt ja auch so eine komische Kiste in der Luft. Oben neben dem Vulkan, oder was das sein soll. Jetzt nochmal hierher. Bisschen weiter zur Seite, nicht, dass die uns gleich identifizieren. Ich weiß gar nicht, wie weit weg die jetzt waren. Da oben, okay. Sollte auch, wenn wir schon hier sind, mal eigentlich das andere Schild ausrüsten. Auch wenn es nur eine 3er Stärke hat, aber es hilft uns auf jeden Fall gegen die Feuerattacken. Der Vogel wird bestimmt gleich wieder, oder die Eidechse wird bestimmt gleich wieder rauskommen. Deswegen war es, da oben ist der Turm, okay. Der ist ja weit weg. Würde mich interessieren, woran man sieht, dass die Dinger rauskommen könnten. Und da unten ein Lila ist irgendwas am Ausschlagen. Ich weiß gar nicht mehr, was das bedeutet überhaupt. Das hier, ich hoffe jetzt nicht, dass das irgendwie so, das hat was mit dem Bockblind zu tun. Oh, 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 da gehen wir mal dran vorbei. Die werden wir noch bekämpfen, aber jetzt noch nicht. Das ist mir ehrlich gesagt noch zu früh. Erst wenn wir die richtigen Waffen und die Ausrüstung haben, dann könnten wir loslegen. Lohnt sich das hier, die Plattform lang zu laufen? Ich glaube nicht, das wird bestimmt nur zum Aufsteigen sein. Dann muss ich aufpassen, dass uns hier nicht die Steine gleich wieder zerlegen. So, dann sind wir weiter hinten angekommen. Also wir müssen bestimmt da runter. Da hinten ist ein Schrein. Weit ist das nicht mehr von uns. Nehmen wir mal den Paraglider. Wir fliegen da mal runter. Wir können auch eigentlich den Schrein rechts mitnehmen. Und dann sind wir auch schon fast da. Und das alles machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Und dann bis dann.